Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Gunni mit einem weiteren Guide zu Sniper Ghost Warrior 3. Und zwar holen wir uns heute die Trophäe, den Erfolg Schatzinsel. Öffne den Beutekasten auf der Insel. Und diese Insel hier mit dem Fragezeichen ist gemeint im ersten Gebiet. Habt ihr, glaube ich, gerade sehr gut gesehen. Ich werde natürlich die Map nochmal einblenden, falls ihr nicht zurückspulen wollt. Und schauen an die richtige Stelle, wo sich genau unser Ziel befindet. Ich gehe jetzt hier extra noch von der Seite heran. Auf der Insel befinden sich zwei Gegner, also sollte überhaupt gar kein Problem darstellen natürlich. Die kann man auch wunderbar schon. Hier haben wir nochmal die Map. Hier bin ich momentan parallel praktisch dazu. Und dann, wenn wir darüber schauen, da sehen wir auch schon die beiden Leute, die sich nämlich an unserer Beutetruhe zu schaffen machen wollen oder was immer die beiden Jungs da vorhaben. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf alle Fälle stehen sie doof rum. Und wir könnten sie natürlich jetzt schon wunderbar jetzt von dieser Seite hier ausschalten. Ihr seht das, da geht kaum Wind, die Entfernung ist nicht allzu groß. Das sollte also das kleinste Problem sein, die Feinde von hier aus zu schalten. Ich habe mich dagegen entschieden, ganz einfach deswegen, weil ich eigentlich geplant hatte, noch eine zweite Trophäe gleichzeitig mitzumachen, so dass ihr hier in diesem Video gleich zwei Trophäen habt. Ist leider nicht gelungen, weil die beiden Fritz sich durchgehend angeschaut haben. Einen Lockstein hatte ich noch nicht und deswegen dann doch nur ganz normal gekillt habe. Aber halt auf die ganz nahe plumpe Methode, wie man so machen kann. Und da ist der erste Down. Und da ist der zweite Down. Richtig, das haben wir jetzt gemacht in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit. Jetzt gehen wir da vorne und looten unsere Kiste und dann kriegen wir schon den Erfolg. Aber dann solltet ihr auf der Insel hier noch nicht aufhören. Ich kann es euch noch nicht ganz genau sagen, was es wirklich ist. Wir kriegen gleich nämlich noch einen zusätzlichen Gegenstand. Wir haben jetzt hier erstmal, kriegen wir halt elektrische Teile, eine ganze Menge. Die können wir auch sehr gut gebrauchen und kriegen dafür natürlich die Trophäe Schatzinsel. So, jetzt werde ich erstmal nochmal überflüssigerweise die beiden Körper hier looten. Ganz einfach, weil ich das halt immer mache irgendwie. So, man kann das Zeug ja auch ganz gut gebrauchen. Man befindet sich ja hier noch relativ am Anfang des Spiels. Ehrlich gesagt habe ich hier gerade mit dem Account noch nicht mal eine einzige Mission bisher gemacht. Oder? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. So, und dann nämlich seht ihr das Fragezeichen dort. Da ist nämlich immer noch ein Fragezeichen, nennt sich ja so schön Interessenpunkt in dem Spiel. Und das ist hier oben dieser kleine Kasten, der hier noch ist. Und wenn wir den aufmachen, dann kriegen wir einen Gegenstand, der nennt sich Winterebene. Ich schätze mal, dass das eine Tarnung ist, ne? Dass das also eine Tarnung fürs Gewehr ist, schätze ich jetzt einfach die Winterebene. Ich bin jetzt noch nicht zurück in mein Lager, um das herauszufinden, aber deswegen der Hinweis an euch, nehmt das Ding auf jeden Fall mit. Das ist nämlich ein Interessenpunkt, den ihr dort beenden könnt und ja, wenn man schon da ist, dann sollte man den auch mitnehmen. Ja, ich hoffe, der kleine Guide hat geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr hier einfach weiter kein neues Video verpasst. Und natürlich auch immer wieder gern gesehen, teilt das Video gerne in der Community. So ein bisschen, ja, sage ich mal, weitersagen ist immer eine gute Sache. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Guide und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.